Viel Ergebnis für wenig Geld, das ist die One-Step-Politur. Um diese geht's in diesem Video. Du kennst es wahrscheinlich selbst gut genug. Es gibt Kunden, die wollen alles, was geht und sind auch bereit, dafür entsprechend zu bezahlen. Andere wiederum wollen 80-20, also ein sehr gutes Ergebnis in einem geringen Aufwand, und da muss man ein Mittelmaß finden. Dafür gibt es die One-Step-Politur. Das heißt, eine einstufige Politur, die mit einem Poliergang möglichst das beste Ergebnis rausholt, ohne zu viel Aufwand zu machen, ohne zu viel Brimborium zu machen. Das heißt, wenig Zeit für dich, wenig Geld für den Kunden und trotzdem ein gutes Ergebnis. Koch Chemie hat mit der One Cut and Finish P601 darauf reagiert, was der Markt fordert, gerade der breite Markt braucht und möchte sowas, und damit eine Medium-Cut-Politur entwickelt, die ins Finish reinfährt und gleich mit versiegelt. Wie gut das bei einem normal verwitterten Lack funktioniert, gucken wir uns mal an. Das Auto steht hinter mir, starten wir mit den Vorherbildern. Schauen wir uns das Vorergebnis an. Es ist mittel zerkratztes Auto, knapp 2 Jahre alt, steht immer viel draußen, wird Waschanlagen gewaschen. Also der perfekte Kandidat für eine klassische One-Step-Politur. Auf der Front haben wir Insekten, an der Seite haben wir Wasserflecken, einzelne tiefe Kratzer und auch allerhand Swirls. Also ein guter Kandidat, schwarz-metallic. Also ich kann mir kein besseres Auto für so eine Politur vorstellen. Optimaler Kandidat, der uns an den Finger gekommen ist, wollen wir mal starten. Wir kleben uns einen Testbereich ab. Warum? Einfach, damit wir ein knackiges Vorher-Nachher sehen können. Das musst du natürlich nicht machen bei der echten Politur, wo der Kunde sich, glaube ich, nicht so freuen. Aber hier ist es wichtig. Du hast gesehen, wie das Vorherbild aussah. Da ja auf der Beschreibung konkret steht, entfernt Anschliffe bis 2000. Werde ich das jetzt mal machen. Ich habe hier 2000er Trockenschleifscheibe. Dann auch nochmal eine 3000er. Davon mache ich jetzt mal kontrolliert 5 Sekunden mit der Exzenter einen Anschliff hier auf der Haube. Und dann gucken wir mal, ob das auch weggeht. Neben den anderen Kratzer natürlich haben wir auch nochmal einen kontrollierten Anschliff. Mhm. 2000 hat geklappt. 3000 habe ich leider nur ein Feuchtschleifmittel da, aber ist nicht so schlimm. Einmal ansprühen und dann geht's los. Okay, meine Schleifkünste lassen jetzt noch ein bisschen zu wünschen übrig, aber wir haben eine, denke ich mal, schön matte 3000er Fläche, das wird passen. Dosieren jetzt fürs erste Mal auf das One-Cut-Pad, also auf das dazugehörige Pad, erkennt man auch an dem orangen Klett unten drunter, eine bisschen höhere Politurmenge, damit wir eine größere Benetzung am Anfang haben, weil das Polierpad eben noch nichts auf der Oberfläche hat. Man könnte es jetzt auch prime, das heißt nochmal mit ein bisschen Wasser besprühen, das hier ewig lange einmassieren. Aber gerade hier geht es ja wirklich um Zeit, deswegen werden wir das jetzt auf diese Art und Weise machen. Ich denke, die Menge wird für die halbe abgeklebte Fläche ausreichen. Wir arbeiten uns jetzt durch. Ich werde die Politur auf Stufe 2 ordentlich verteilen. Dann werde ich sie auf Stufe 4 ein Kreuzgang, sage ich mal, richtig arbeiten lassen, vernünftig, und dann auf Stufe 6 ausfahren, soweit es geht. Bestimmt zwischendurch nochmal auspusten, weil von Medium Cut auf Finish und Versiegelung bei einem schwarzen Auto, denke ich, werden wir auf jeden Fall nochmal zwischenpusten. Und dann würde ich sagen, mache ich jetzt mal Lärm und wir sehen uns gleich wieder. Das Vorgehen habe ich bereits beschrieben. Achte drauf, wie gesagt, dass du am Anfang, wenn du so viel Politur nimmst, die ordentlich durchfährst. Das wird hier auch der Knackpunkt sein. Eine Politur, die grob cuttet oder mittelgrob cuttet, dann ins Finish fährt, muss natürlich sehr, sehr, sehr lange gefahren werden, damit sich das Schleifkorn einfach fein zerlegen kann und du am Ende ein glasklares Finish ohne Haze oder Hologramme auf der Rote hast. Fahr mit einer Maschinengröße, die dir gefällt. Ich fahre hier sehr gerne mit einem 125er Teller. Wenn du lieber mit einem 80er Teller an die Kanten fährst, mach das. Wenn du generell lieber mit einem 80er Teller fährst, mach das. Es spielt am Ende keine Rolle. Wichtig ist, darauf zu achten, dass sich die Maschine vernünftig dreht, dass du schön langsam dich bewegst, damit die Maschine auch Zeit hat, auf dem Lack zu arbeiten, und dass die Politur optimal durchgefahren wird. Das siehst du dann, wenn sie so von milchig zu glasklar wird. Zeitersparnis steht ja im Vordergrund. Das heißt, ich sehe jetzt schon, hier ist noch ein kleiner Kratzer, der ziemlich tief ist, aber ich werde ihn trotzdem mal probieren. Und meine beiden Anschliffe sind noch sehr stark drin. Das heißt, ohne abzunehmen, erhöhe ich jetzt in dem Bereich nochmal die Politurmenge, arbeite mit dem Pad weiter, puste es vorher einmal aus, dass die Poren wieder frei sind und es wieder vernünftig arbeiten kann. Dann wischen wir mal ab und gucken uns mal ein Zwischenergebnis an und gucken mal, ob der Anschliff raus ist. Wenn das Pad einmal vorbereitet wurde, also Politur gesehen hat, brauchst du nicht mehr so viel Politur. Taste dich da einfach ran, fang einfach mit 4 haselnussgroßen Punkten an und guck immer mal, wie viele große Bereiche du machst. Du musst dich nicht an 40 mal 40 halten, das ist wirklich so ein Lehrbuchding. Auch der Kreuzstrich ist nicht unbedingt nötig. Wichtig ist, dass du überall einen gleichmäßigen, nicht aufreißenden Film von Politur hast und dass du dich vernünftig, langsam, gleichmäßig über alle Flächen bewegst. Wenn du da einen Kreuzstrich für nutzen willst, um sicher zu sein, mach das gerne, muss aber nicht unbedingt sein.
puste das Pad regelmäßig aus, um verbrauchtes Schleifkorn und den Lack zu entfernen. Klar, es ist wieder eine mechanische Belastung fürs Pad, aber es macht das Ergebnis deutlich besser. Du könntest alternativ auch mit 20 Pads arbeiten, ist aber am Ende nicht ganz so wirtschaftlich wie das Auspusten. Du siehst schon, im Laufe des Prozesses wird die Politur immer klarer und immer klarer und dann ist sie, wenn sie fast durchsichtig ist, bereit, mit einem weichen Tuch abgewischt zu werden. Ich kann jetzt sehen, der 2000er Schliff ist noch ein Hauch vorhanden. Das sieht man wirklich nur in der Deckenlampe. Ist nicht perfekt raus. 3000er ist fast komplett raus. Da sind noch ein paar Kringel drin. Ich denke mal, da hatte ich was auf dem Schleifpad. Also ich denke nicht, dass das die Politur zu verschulden hat. Ich gehe jetzt hier nochmal punktuell nur auf diese beiden Anschliffe drauf. Vorher schauen wir uns aber nochmal das Bild generell an von dem polierten Bereich und die beiden Anschliffe. Dann gehe ich nochmal punktuell mit einer kleinen Maschine konzentriert drauf und gucke mal, ob da noch was passiert. Dann poliere ich noch den Rest der Haube, ziehen wir mal das Klebeband ab und gucken mal, was sich da so zeigt. Ja, ich glaube, das Ergebnis spricht für sich. Glasklare Oberfläche, kein Swirl mehr da. Wie gesagt, paar Schleifspuren noch. Und auch die tiefen Kratzer sind so gut wie entfernt. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen verhältnismäßig harten Audi-Lack. Das heißt, wir gehen nochmal mit einer kleinen Maschine nach. Das müsst ihr auch immer berücksichtigen. Je härter der Lack, desto mehr Zeit müsst ihr euch beim Polieren nehmen und vielleicht nochmal einen zweiten Durchgang einlegen. Das muss man in einem Testspot jedes Mal ausprobieren, ob harter oder weicher Lack. Aber das ist ja bei jeder Politur genau das Gleiche. Schauen wir uns nochmal den Bereich mit den Wasserflecken an. Vorgehen ist genau das gleiche mit der kleinen Maschine. Ich mache jetzt mal ein bisschen Musik und poliere mal zu Ende. Wunderbar. Bevor wir jetzt das Klebeband abziehen, nochmal eine kurze Erklärung, warum ich das Polierpad auspuste und dann nochmal drüber gehe. Beim Polieren haben wir Politur, die auf dem Pad, auf der Pad-Oberfläche liegt und wenn wir dann anfangen zu polieren, entsteht eine Walkung und die Politur wird im Schaumstoff sozusagen so umhergewalkt. Das heißt, wir geben immer, wenn wir so ein bisschen kanten oder mal ein bisschen drücken, wieder frische Politur an die Oberfläche. Irgendwann macht es Sinn, anstatt die Politur ewig lange durchzufahren, sie einfach mal kurz runterzunehmen, also die Poliermaschine runterzunehmen, einmal auszupusten, dann wird nämlich überschüssiges Polierkorn entfernt und wir können mit dem, was noch auf dem Lack und an der Oberfläche vorhanden ist, den Rest durchfahren und kriegen schnelleres, besseres Finish. Das ist der Grund. Okay, ich würde sagen, wir ziehen jetzt mal die Klebebänder ab. Wir sehen, sie staubt. Ja, wir sind ja mittlerweile verwöhnt, ich sag mal verhältnismäßig doll in Anführungszeichen. Es ist jetzt nicht wirklich wild für den Cut, den sie doch hat, aber man kennt es halt nicht mehr. Man muss halt dazu sagen oder wir müssen halt bemerken, es ist eine Politur, die mehrere Reichweiten abdeckt. Wir fangen an bei einer Medium-Cut, die schon relativ viel Biss hat, wenn sie einen P3000er Anschliff entfernt und einen P2000er so gut wie entfernt und auch generell Swirls gut entfernen kann, bis hin zu einem Finish. Das heißt, das Korn zerlegt sich natürlich und irgendwo muss dieses überschüssige Korn ja hin. Deswegen finde ich es jetzt gar nicht so schlimm. Den Staub pusten wir jetzt einmal kurz weg, bevor wir das Klebeband abziehen. Dann ist er erledigt und dann stört er mich auch nicht weiter. Let's see, und wir haben einen ganz klaren Unterschied. Natürlich, die Swirls sind weg, aber wir haben auch Glanz in der Tiefe. Die ganze Oberfläche sieht knackiger aus und vor allen Dingen hier schön zu sehen, die Wasserflecken sind wirklich weg. Tolles Ergebnis für einen Schritt, finde ich wirklich gut. Mal gucken, ob what you see is what you get, also ob es so bleibt. Wir entfetten die Oberfläche mit einem erdölbasierten Entfetter. Isopropanol ist nicht immer ausreichend, um alles runterzunehmen. Aber auch hier, wir sehen leichte Wischspuren, deswegen habe ich genau in eine Richtung gewischt, das kannst du hier gut erkennen. Die sind vorhanden, aber kein Haze, keine Hologramme. Nichts abgedeckt, also gutes Ergebnis. So ein Polierpad muss natürlich bei so einem ja, mehrere Schritte umfassenden Prozess extrem viel Belastung aushalten. Das heißt, das Polierpad muss hier noch öfter gewechselt werden als jetzt bei einem einstufigen, zweistufigen, also bei einem unterteilten Prozess. Wir sehen, dass es jetzt schon an Stauchhärte verloren hat, nach einer knapp halben Haube. Da würde ich jetzt empfehlen, das nochmal zur Seite zu legen, ein zweites zu nehmen, damit die andere Hälfte zu machen und dann nochmal zurückzutauschen. Aber nach einem großen Bauteil wie einer Motorhaube oder nach zwei Türen sollte das Pad dann auch gewechselt werden, damit ich einfach über die gesamte Fahrzeuglänge, also ums gesamte Fahrzeug rum, die gleiche Leistung habe. Das heißt, wir ziehen das Polierpad ab. Wichtig, immer am Schaumstoff halten. Nie hier oben, also am Velour-Klett halten. Nie hier oben am Schaumstoff ziehen. Dann löst sich nämlich diese Klebeverbindung. Also einmal, wenn er klebt, vorsichtig anlösen und dann immer ablösen. Es gibt auch ein Lösetool für die Poliermaschinen, aber das halte ich für Quatsch. Und wenn ich es dann abhabe, Maschine zur Seite legen. Nicht am Ton hängen bleiben mit dem Kabel. Und dann die Pads natürlich, damit wir nicht sofort auswaschen müssen, einmal in einen Eimer packen. Das habe ich mir schon vorbereitet. Da ist Kochchemie Greenstar drin.
Zum Auswaschen ideal 1 zu 10. So, also man braucht auch echt nicht viel, vielleicht, weiß ich nicht, 3-4 Liter. Dann einmal das Pad ruhig schon mal durchwalken, dass es sich vollsaugen kann, da drin liegen lassen. Und dann am Ende, wenn wir fertig sind, zeigen wir dir auch nochmal, wie der Hersteller empfiehlt, die Pads zu waschen. Unsere Methode dazu kennst du ja schon, guck dir das Video an, wenn nicht. Aber wir kommen auch nochmal zur empfohlenen Reinigungsmethode von Koch. Generell performt die P601 besonders gut bei Hochleistungsexzentern. Das bedeutet, ihr wisst sie, die üblichen 15 mm Hubmaschinen, die halt wirklich richtig Dampf haben. In diesem Video haben wir mal eine 12 mm, die Rupes Duetto verwendet. Auch eine richtig starke Maschine, die wirklich einen guten Abtrag hat. Berücksichtige das nur bei der Performance der Politur. Je mehr Druck die Maschine, desto besser kann die Politur zum einen Cut haben, also den Lack runterschleifen, zum anderen aber auch durchgefahren werden, weil sich das Korn leichter zerteilt. Nimm also immer eine Hochleistungsexzenter zum Polieren oder plane entsprechend mehr Zeit bei der Lackbearbeitung ein. So, das Ergebnis spricht, glaube ich, für sich. Wir haben so gut wie sogar die tiefen Kratzer extrem gut beseitigt. Wasserflecken sind komplett weg. Swirls sind auch komplett weg. Lack sieht wieder tipptopp aus für eine One-Step. Absolut grandios. Gefällt mir sehr gut. Wir haben jetzt nur eine Motorhaube hier poliert. Im ganzen Fahrzeug braucht man wirklich bei so einer One-Step-Methode einfach genügend Pads, weil sonst die Qualität mindert. Man spart viel Zeit und es lohnt sich da auch wirklich ein paar mehr Pads zu investieren. Für so ein großes Auto dürfen es durchaus 5 bis 8 Pads sein, vielleicht auch mal 10, wenn es wirklich ganz schlimm aussieht. Du merkst, dass das Pad einfach zu schnell sich wieder füllt, also zu viel Politur in die Poren aufnimmt, sich nicht mal ordentlich auspusten lässt und einfach das Polierergebnis schlechter wird, dann solltest du das Pad wechseln. Nach so einer Motorhaube spätestens auf jeden Fall. Wie gesagt, du sollst genug Pads da haben. Das ist ja zwar ein Verbrauchsartikel, aber der ist ja nicht nach jeder Anwendung für die Cuts, sondern wir waschen sie jetzt aus und das ist auch ein wichtiger Punkt. Wir haben ja hier unseren vorbereiteten Eimer. Da lagern die Pads drin, während wir am Auto arbeiten, die also schon nicht mehr benutzt werden und können sich da schon schön vollsaugen und auch die Politur lösen. Wir nutzen hier Green Star, also einen Allzweckreiniger, der eben auch leicht alkalisch ist und durch sein Tensid die Politur gut löst und machen dann, ihr kennt es vom Küchenschwamm, im Endeffekt im Eimer diese Bewegung. Ne? Also wir stauchen den Polierschwamm und lassen ihn wieder los und machen das hier immer wieder in der Flüssigkeit und dadurch wäscht sich die Politur aus. Wir machen das immer wieder in der Flüssigkeit und durch diese Walkbewegung, wir können auch gerne im Wasser so ein bisschen den Polierschwamm auch durchwalken, wäscht sich die Politur aus der Tiefe der Poren aus und wir haben ein sauberes Pad. Man sieht da jetzt schon ganz gut, wir haben schon so gut wie keine Politur mehr im Pad und können es zur Seite legen bzw. erstmal die anderen nochmal mit durchwaschen. Wenn wir dann alle durchgewalkt haben und sie grundlegend sauber sind, brauchen wir fließendes Wasser. Das kannst du gerne am Waschbecken machen oder aber auch einfach mit dem Gartenschlauch. Und dann werden die Polierpads einfach einmal schön durchgespült. Das heißt, dass sie sich mit Wasser vollsaugen und dann durchgewalkt. Ziel sollte sein, dass hier beim Auswringen kein Schaum mehr rauskommt und auch beim über die Oberfläche reiben nichts mehr schäumt. Das haben wir hier noch ein bisschen. Machen wir noch 1-2 Mal und dann sind wir fertig. Es ist unheimlich wichtig, gerade bei versiegelungshaltigen Polituren, den Polierschwamm gleich nach der Benutzung einzuweichen, damit die Versiegelung hier nicht eintrocknen kann und den Schwamm versiegelt. Wäre äußerst blöd. So ist der Schwamm jetzt wieder sauber und noch nass. Er kann jetzt einfach trocknen. Idealerweise trocknet er hochkant, weil so kann das Wasser nach unten durch die Schwerkraft ablaufen und staut sich nicht entweder an der Oberfläche oder unten. Also wenn du die Möglichkeit hast, klette ihn mit irgendwas an die Wand oder stelle ihn irgendwo so hin. Bitte nicht in die Sonne, bitte nicht auf die Heizung und nicht in den Wäschetrockner. Am Ende, bevor er wieder zum Einsatz kommt, würde ich empfehlen, den noch einmal mit dem Tornado durchzupusten. Dann ist vielleicht letzter Polierstaub, der noch irgendwo in der Tiefe ist, auch raus. Und die letzte Restfeuchtigkeit eventuell auch. Ein wichtiger Punkt ist natürlich hierzu zu sagen, das ist jetzt die Reinigungsempfehlung von Koch Chemie, damit die Pads möglichst lange halten. Ist verständlich, der Hersteller hat auch keine Lust, dauernd Nachrichten zu bekommen. Der Klett löst sich hier. Man muss immer überlegen, wie sich Umweltverträglichkeit und vor allen Dingen auch Wirtschaftlichkeit und der Pad-Verbrauch zusammenpasst. Das bedeutet, es ist nun mal ein Verbrauchsmaterial, ich brauche regelmäßig neue Pads und bei uns persönlich ist es so, dass wir die Pads in der Waschmaschine waschen, nachdem wir sie auch in einem Eimer ausgewaschen haben bzw. mit dem Reiniger eingesprüht haben. Das siehst du in der Methode, wie wir unsere Pads reinigen. Es wird mit Sicherheit das Pad etwas früher über den Jordan bringen als diese Methode, spart uns aber so viel Zeit, dass es sich für uns wirtschaftlich lohnt. An dieser Stelle muss das jeder selbst entscheiden. Das war's mit dem Padwaschen. Meine Pads können jetzt trocknen. Ich gebe nochmal ab in die Finish-Bilder und wir gucken uns auch mal an, ob das die Koch Chemie One Cut and Finish P601 auch bietet.
Gesagt, getan, aufgesprüht und wir sehen, ja, Beading ist da. Perlen sind auch wirklich schön rund, nicht vergleichbar mit einer Keramik oder einem expliziten Versiegelungsprodukt, aber kann man wirklich so machen, sieht vernünftig aus und man könnte sie ja noch mit einer Sprayversiegelung toppen, wenn man denn gerne möchte.